vom Publizisten Henrik M. Broder, dem Schriftsteller Uwe Tellkamp, dem ehemaligen Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin und vielen anderen. Das Ziel dieser Erklärung ist ganz klar. Wir wollen auf ein Problem aufmerksam machen, was von der Politik nicht angepackt wird. Denn die illegale Masseneinwanderung wird von der Politik keineswegs gestoppt, sondern wenn man sich den Koalitionsvertrag der neuen GroKo anguckt, dann soll weiter so verfahren werden wie bisher. Obwohl die Zahl der Flüchtlinge sinkt, sollen Intellektuelle mobilisiert werden, die den Protest der Straße stützen. Ob in Kande, Cottbus oder bei Pegida. Nachdem die Erklärung 2018 so viel Zuspruch bekommen habe, öffnet Lengsfeld sie jetzt für jedermann und will daraus eine Petition für den Deutschen Bundestag machen. Innerhalb von wenigen Tagen haben rund 20.000 unterschrieben. Ziel ist ein Einwanderungsgesetz. Das ist ein Versäumnis der Politik insgesamt, weil seit wir damals als Bündnis 90 Grüne eine Gruppe im ersten gemeinsamen Bundestag dieses Einwanderungsgesetz eingebracht haben, ist kein anderes Einwanderungsgesetz von keiner Fraktion eingebracht worden. Zu den Lengsfeld-Unterstützern gehört auch der ehemalige Spiegel-Redakteur Matthias Matusek. Mit seinem Auftritt in Hamburg solidarisierte er sich mit den deutschlandweiten Merkel-muss-weg-Demonstrationen und auch er skandiert. Und schon kommt Beifall für Matusek und Vera Lengsfeld vom umstrittenen neurechten Verleger Götz Kubitschek. Er bejubelt die Lengsfeld-Initiative als intellektuelle Opposition von rechts. Der Beifall von Kubitschek stört Vera Lengsfeld nicht. Wenn Herr Kubitschek zu etwas Richtigen Beifall spendet, dann ist das egal. Es geht darum, ob wir die Realität abbilden. Die Hamburger Autorin Liane Bethnartz beobachtet die Folgen der Debatte um die Flüchtlingspolitik und wie gezielt Konservative und Liberale umworben werden. Die allergrößte Gefahr besteht im Moment darin, und zwar nicht nur im Moment, schon länger darin, dass viele Rechte sich als konservativ ausgeben und insofern anschlussfähig sind für die bürgerliche Mitte. Und viele dieser Unterzeichner würden wahrscheinlich immer noch denken, das ist alles ganz harmlos konservativ. Offenbar hat die Lengsfeld-Petition einen Nerv getroffen. Stündlich wächst die Zahl der Unterzeichner.